Hallo und willkommen zu Precipices, der Abgrund. Ein, ja, wie der Name schon sagt, ein französisches Spielchen, also von einem französischen Entwickler wahrscheinlich, oder aus Kanada, man weiß ja nie. So wie ich es richtig gelesen habe, geht es jetzt irgendwie einfach nur um einen, ja, Koma-Patienten, der halt irgendwie so seinen Trip in die Hölle erlebt, gerade irgendwie, wenn er so im Sterben liegt, so ein bisschen. So viel habe ich da zumindest rausverstanden. Mein Französisch ist nicht gerade das Beste, deswegen, wenn jetzt da irgendwelche Texte kommen, dann könnt ihr das gleich vergessen, dass ich die euch jetzt übersetzen kann, großartig. Eigentlich fast gar nicht. Aber, naja, vielleicht ist ja von der Atmosphäre gut. Das sieht schon mal sehr schön aus. Es soll eine Hommage an PT sein, das ja nicht mehr verfügbar ist, schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich habe das Spiel ja nie gespielt. Und naja, da gab es ja zwar immer viele Ableger und so, aber das Spiel wollte das jetzt anscheinend richtig gut machen und PT gerecht werden. Und ja, dann guckt man doch einfach mal, wie das ist. Es hat mit den Optionen schon sehr schön funktioniert mit dem Audio, es ist nicht zu laut und deswegen starten wir jetzt einfach mal das Spiel und gucken, wie das so ist. Ich bin gespannt. Und das fängt schon an wie in PT. Oh ja. Na gut, das ist. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll, wenn etwas direkt wie so ein Spiel anfängt, dem, ja, von dem es quasi so eine Hommage sein soll, oder. Mal gucken, wie es wird. Ich habe zu PT nur ein Let's Play gesehen. Selbst spielen konnte ich es ja nie, oder wollte ich auch gar nicht, aber ich glaube, es war auch nur für die PS4. Ich habe keine PS4. Und. Naja. So, dann. Ich kann nur D und S benutzen. W und A funktionieren nicht. Oh Gott, was ist das? D ist ganz normal zur Seite. S ist zurück. Q ist nach links. Und was ist jetzt geradeaus? Das fängt ja schon mal gut an. Was? Mit Z? Mit Z laufe ich geradeaus? Mit D und S? Oh mein Gott! Oh Gott! Also, ich hoffe, das ist jetzt aber... Oh. Welche Tastaturen sind in welchem Land so gelegt, dass man... Was? Okay, ich kann da aber nichts umstellen, oder? Nee. Ich konnte da nur Grafik und Audio. Ja, wie? Okay, das ist kacke. Ich muss mit C gerade auslaufen. Mit C. Mit Z. Das ist ja ganz woanders. Okay. Okay. Okay, mal gucken. Oh Gott, mit das wird unangenehm. Mit C und... Oh Gott. Mit Z meine ich. Um Gottes Willen. Das wird unangenehm. Okay, aber wir probieren es. Was haben wir da? Fotos von einer Frau. Und irgendwas. Zigaretten, Räucherstäbchen. Ja, jetzt sieht nach Zigaretten aus. Es ist 14.44 Uhr. Wobei draußen ist es so arschdunkel, dass... Okay, es sieht schon sehr nach PT aus. Oh Gott, das mit der Steuerung ist extrem kacke, Leute. Also das muss ich jetzt gerade mal leider sagen. Das ist ja ultra nervig. Mit Z laufen, wer macht denn so einen Scheiß? Okay, das kann anstrengend werden. Mal gucken, wie lange das Spiel geht. Wenn es zu lang geht und das irgendwie... Okay, da haben wir irgendwie eine Soundanlage. Oh, mit Z. Das ist ja voll kacke. Wer macht denn sowas? Oder woher kommt der Mann, dass er... Wenn er aus Frankreich oder Kanada kommt, dann kann er ja nicht irgendwie so eine... Ich weiß ja nicht, was für absurde Tastaturen es überall gibt, aber naja, okay. Okay, und PT heißt ja, wer es nicht weiß, immer wieder im Kreis laufen und neue Sachen erleben. Da ist die Kakerlake wieder. Und die Musik, ist die nicht sogar aus PT? Also aus Silent Hills. P
PT war ja der Playable Teaser zu Silent Hills. Irgendwoher kenne ich die Musik. Ich weiß jetzt gerade nicht, woher sie ist. Ich überlege gerade echt, woher die ist. Also wenn ihr jetzt gerade wisst, woher die ist, dann sagt es bitte mal. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob sie aus PT ist oder aus Silent Hills oder, seltsam. Diese verkackte Tastatursteuerung hier, die ist schon ein bisschen nervig. Okay, wir gehen mal runter. Und es soll, wie gesagt, wir sollen ja ein Koma-Patient sein und gerade irgendwie im Sterben liegen. Und quasi so unsere, oh, jetzt wird's gerade laut. Unsere, ja, Reise in die Hölle oder irgendwie so. So wie ich das verstanden habe. In der Description. Mal gucken. Vielleicht ist unser Apartment oder irgendwie so. Oder das von unserer Familie oder von unserer Freundin, wenn wir ein Mann sind. Oder wir sind selbst die Frau. Wobei, warum sollte man so viele Fotos von sich selbst aufstellen? Ich finde das immer sehr seltsam. Wenn man so Porträts und Bilder überhaupt von sich selbst herumstehen hätte. Aha, es sind schon 3 Minuten vergangen. Es wäre mal ganz interessant zu wissen, ob das jetzt die Anzahl unserer Durchläufe hier ist. Und danach würde ich dann auch mal gern nochmal mich an Glockwise versuchen. Ich habe das immer verwechselt, als ich in der Schule noch war damals. Habe ich auch letztens beim Titel. Ich habe erst Glockwise geschrieben. Mit G. Bis ich gemerkt habe, scheiße, das wird mit C geschrieben. Du blöde Nudel, du. Ja. Oh Gott. Okay, da sitzt ein hinter Gittern. Das ist ja auch schön. Wie gesagt, ich würde mich dann aber nochmal gerne in dem Spiel versuchen. Einfach nur, um zu probieren, ob das wirklich dann, ob's... Das Ding ist da doch gerade ausgegangen, oder? Ob das dann wirklich, ja, anders ist vom... vom Spieldurchlauf her, wie das Spiel schon versprochen hat, oder ob es was Neues ist. Hi! Der quietscht jetzt hier so schön, oder wie? Ja, toll. Okay, dann gehen wir mal hier die Treppen runtergestapft und können mal weiter. Aha, zeigt es uns jetzt echt unsere Spieldurchläufe an? Das wäre echt mal was Cooles. Eine ganz nette Idee. Also wie oft wir hier schon durchgelaufen sind jetzt. Und stopp, 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 stopp. Pop, 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 pop. Ja, nein, es ist noch dieselbe Uhrzeit. Toll. Und jetzt hatten wir hier mal ganz kurz Stromausfall. Die Frage ist, wer spielt uns hier einen Streich? Unser eigener Kopf, unser Gewissen, unser irgendwas aus uns, weil wir im Koma liegen und irgendwie am Sterben sind, oder wie ist das? Ich möchte mich nicht umdrehen, deswegen... Man weiß ja nie, was passiert, wenn man sich umdreht. Das Problem ist, jetzt muss ich mich umdrehen. Okay. Dieses mit Z-Laufen, ne? Dieses... Hä? Du warst da gerade noch nicht. Das war jetzt verwirrend. Da hat jemand eine Tür aufgemacht. Oder zu, man weiß es nicht. Hier nicht. Aber vielleicht die da vorne. Oder die unten. Lasst mich rein, Madame. Ich klopfe höflich an.
Ja, ist natürlich wieder langweilig, wenn jetzt wieder so eine alte wie im PT damals auch rumlaufen würde. Das wäre natürlich ein bisschen sehr. Ich meine, PT war zwar für seine Zeit oder dafür, wo es rausgekommen ist, was Neues und was Cooles, so gesehen, aber wenn man das jetzt einfach nur mal eins zu eins wiederholt, sage ich mal, mit den ganzen Abläufen, dann wird es auch irgendwann langweilig. Und ganz ehrlich, wir hatten schon genug Spiele, wo man irgendwie immer wieder durch ein Apartment läuft und dann kommt so eine alte an und muss ja auch nicht immer sein. Mal gucken. Ich meine, es war zwar in Layers of Fear zum Beispiel eins, meiner Meinung nach, eins der genialsten Spiele, die es so gab in den letzten Jahren. Aber ja, da war das irgendwie so ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, da gab es auch eine richtige Story drin. Also das hat mir da sehr gut gefallen, den ganzen Zettel. Der ist auf jeden Fall sowieso genial. Jeep, 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 jeep. Ja, ja, flackert's nur ihr Lampen. Ist mir egal. Ich gehe einfach weiter. Ja, flackert's ruhig weiter. Ist mir auch egal. Ich gehe einfach weiter. Keiner macht meine Soundanlagen an. Oh Gott, dann gehe ich halt wieder nach oben. Meine Güte. Ihr habt es aber auch alle. Ach, das ist nicht meine Soundanlage, das ist der Fernseher. Und jetzt? Toll. Super. Schön. Rauschprogramm. Mag ich am liebsten. Habe ich als Kind auch immer geguckt. Wenn der Fernseher mal wieder nicht ging, das mit den Antennen, das war immer so ein bisschen problematisch. Ich habe als Kind, glaube ich, sogar mal einen Fernseher runtergeschmissen. Voll interessant, aber was ist toll. Und jetzt muss ich jetzt wieder. Super, ich meine. Eine blutende Frau. Vielleicht sind wir deswegen im Koma. Weil wir zusammengeprügelt wurden. Die Frage ist halt immer, sind wir jetzt die Frau oder... Oder... Ich komme nicht darunter. Weil... Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe wirklich nichts. Also wenn ihr gerade schwarz seht, ich sehe auch überhaupt nichts. Es ist arschdunkel. Ich versuche gerade in Richtung der Geräusche zu gehen. Ich sehe nichts. Manu! Ich sehe nichts mehr! Wie kacke! Och, Leute! Ich... Ah, Mann! Okay, das ist die Tür. Das heißt, wir drehen uns jetzt einmal und gehen dann hoch. Die Treppe. Ich sehe nichts mehr. Oh Mann. Ich laufe wahrscheinlich gerade gegen irgendeine Wand. Oh Gott sei Dank. Was ist in diesem Raum? Da ist das Bild von der Frau. War da auch eine Tür?
Hi! Was kommt jetzt? Schalten Sie morgen wieder ein, um die Neuigkeiten aus sonst wo zu erfahren. Wir spielen ein Lied. Die Puppe, da gefällt mir zwar nicht, aber gut. Da steht ein Schiff. Wie, die weint? Oh mein Gott. Ja, und jetzt? Was haben wir jetzt davon? Es geht irgendwie nicht weiter. Mama! Ich mag das nicht. Natürlich doch. Was denn auch sonst? Ich möchte auf dem Keyboard spielen. Hilf du mir, Mathilda. Oh, du hast schöne Brüste. Das gefällt mir, auch wenn sie aufgeschlitzt... Die ist überall aufgeschlitzt. Ich dachte erst, es gehört zur Puppe, aber die ist überall aufgeschlitzt. Oh mein Gott! Was ist hier passiert? Ja, und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Hier geht's ja nicht weiter. Die macht auch nichts. Dann. Was? Was liegt da? Okay, kann man hier was machen? Ganz ruhig. Ah, die Steuerung! Mann! Helf mir! Hilf mir! Hab ich gerade helfen, wie gesagt, davor? Was ist ein Scheiß. Hilf mir! Ich schüttel auch deine Hand. Hier. Oder du hilfst mir ein bisschen? Warte. Was soll ich denn hier machen? Ich kann hier doch nichts machen. Oh, ich kann hier hinter? Ja, und jetzt? Ja, ich bin jetzt auch eine Puppe. So, habt ihr davon. Vielleicht muss ich die Szenerie nur lang genug ansehen. Damit ich wahnsinnig werde. Mein Verstand langsam an mir nagt. Der Wahnsinn so zerrt dann an mir so... Ja, Mensch, was ist das jetzt hier? Ja, nicht mal lustig hier, Mathilde. Kann ich Licht anmachen? Ja, auch nicht. Ja, ich komme hier auch nicht raus. Jetzt brauchst du hier nicht beschweren. Das ist gerade ein bisschen blöd. Ich habe auch versucht, uns hier ein Lied zu spielen, aber irgendwie will nicht so recht. Sie funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Brauchst dich jetzt nicht hier beschweren. Ja, Leute, das war's dann von Recipe. Keine Ahnung, wie das Kackspiel jetzt sieht. Entschuldigung, sowas nervt mich gerade. Erstens mit dem Dunkeln. Ich meine, die Grafik ist ja ganz nett und so, aber es nützt mir gerade. Ich komme ja nicht weiter. Oh mein Gott, ist das Kacke. Da liegt was. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass man den Scheiß auch nehmen kann? This is not where I went. Du bist doch da, Mathilde? Finde ich gut. Jetzt habe ich hier so eine Taschenlampe aufgenommen oder so. Und dann... mache ich die an.
Ja, genau. Finde ich auch. Alles klar. Hi. Was machst du da? Ich glaube, der ist ein bisschen irre da vorne. Oder sie? Denke ich schon, ne? Hallo, Sir, was machen Sie da? Ja, und sich dann schnell verkrümeln, weil... wir sind ja feige. Jetzt bin ich ja wieder hier in diesem Scheißzimmer. Ich wollte hier nicht hin, Mathilda. Hilf mir doch. Du bist ein Sch... Dort jemand 14 kaputt gemacht.